So, willkommen zurück zu Legend of Kay. Zu diesem wunderschönen Feuerparcours. Und ich sehe mich hier schon sterben. Weil, guck mal, meine Energie. Ja. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich es nicht gesagt? Und wir fangen draußen natürlich an. Das Haus des Wu-Clans, ja. Das ist ekelhaft. Ja, das kennen wir schon. Ich weiß, wo es lang geht. Ja, spring gar nicht, Kay. Spring gar nicht. Wisst ihr, ich könnte manchmal echt die... Ich könnte manchmal echt... Die Spielfigur gerade verfluchen. Mann, Kay ist ja sonst cool, aber jetzt ist er gerade scheiße. Weil er nicht macht, was ich will. Mann, ich hasse solche Sprünge. Oh, ich habe sie schon bei Mario 64 gehasst. Oh, Mann, ich hasse es, wenn was nicht läuft, wie ich will. Perfektes Timing. Ja, wisst ihr, wie sowas passieren kann? Weil ich die Kamera nicht gut sehen kann. Toll, das Ganze für Münzen. Hat sich auch so gelohnt. Hier oben. Na komm, extra Leben. Ja, bloß der Nachteil ist von hier oben. Kann ich jetzt schlecht sehen. Wo es eigentlich weitergeht. Rein da. Egal wo es hinführt, rein da. Ist das richtig hier? Oder ist das richtig hier? Ja, ist richtig, denn da vorne sind die Froscheier. Es war sowas von klar. Ich habe es ja sowas von geahnt, dass hier noch irgendwo eine Falle drin sein muss. Und was natürlich drin? Hornissen. Meine Hassgegner. Ja, damit. Ja, die anderen finden, ich weiß. Bloß die scheinen ganz woanders zu sein. Die scheinen ganz woanders zu sein. Ja, das war jetzt dumm. Ich könnte einen Save Point gebrauchen, der füllt mein Herz wieder auf. Der füllt meine Herzen wieder auf. Also ich bin ja dezent froh, wenn dieses Level vorbei ist, weil, ja. Solche Räume wie diese mit den komischen Pendel teilen, gehen wir doch schon dezent auf die Eier. Auf die Eier. Vor allem, weil wir gerade Froscheier suchen.
Aber ich muss sagen, die Musik ist geil. Zu diesem Areal hier. Das muss ich doch gerade sagen. Die Musik ist genial. Und die ganzen Lichter da oben. Ist auch sehr atmosphärisch. Das ist schon geil gemacht. Da kann man nicht meckern. Das ist schon geil gemacht. Aber wo sind die restlichen Froscheier? Also laut der Map sind sie irgendwo da hinten. Oh Gott, ich glaube, ja, ich hab's geahnt. Auf dem Haus sind die. Wie soll ich denn da hinkommen? Wie komme ich da hinten hin? Hab ich vielleicht irgendwo was übersehen? Wie komme ich zu dem Haus da hinten hin? Weil da sind die Eier. Die restlichen. Das Haus dieses Doktors haben wir auch noch nicht gefunden. Ah, gut, das bleibt gespeichert. Das finde ich nice. Das finde ich sehr, sehr nice, dass es gespeichert bleibt. Gibt es hier zwei Pfade? Ne, hier ist nur ein Pfad. Das hier führt mich dahin. Und das bringt mich. Das war dumm. Das war richtig dumm von mir. Ah, wobei, lass mich mal gucken, ob. Ah, nee, ich glaube, der Weg, den ich gerade versucht habe, hätte mir auch nichts gebracht. Da hinten müssen wir hin. Bloß, wie kommen wir da hin? In einem Raum wütete das Feuer so heftig, dass die Tür versperrte. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg in die südöstliche Froschdörfer. Ich würde sogar meinen, dass wir da hin müssen, südöstliche Froschdorf. Ich würde sogar meinen, dass wir da hin müssen. In der südöstliche Froschdörfel. Da ist Norden, Südosten, das sind doch die beiden Froscheier. Das heißt, ich muss da hin. Das heißt, ich muss dahin, in südöstliche Froschdorf. Habe ich da wohl irgendwas vergessen? Da habe ich da wohl irgendwas vergessen? Das heißt, wir dürfen uns nochmal schön pendeln hier.
So. Hier sind wir schon mal durchgelaufen. Durch das Haus, ist der heilige Schrein. Nein, 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 zurück. Mann, wieso muss die Kamera sich drehen? So, ja, das möchte ich nicht sehen. Ich will dahin. Nein! Oh, ich habe den Button losgelassen, ich Vollidiot. Mann! Oh, gut, von hier oben. Danke. Ich darf den Button da nicht loslassen. Wenn das passiert... Ah, das ist nördliche Froschdorf. Zum südöstlichen wollte ich ja. Einzige Pfad zum südöstlichen Froschdorf. Man hätte es auch genauer sagen können. Das hätte es mir auch genauer sagen können. Tja, da liegen sie immer noch. Die ganzen hier, Vaters. Da will ich hin, da hinten. Aber wie komme ich da hin? Oh, ich habe was gehört. Wenn du durch das Ratslagerhaus gehst und über die Seilbrücke gehst, kommst du zum heiligen Schrein. Mon Dieu, den normalen Weg haben die Gurken. Das haben wir auch schon gehört. Aber wer hat das mit dem südöstlichen Dingenskirchen gesagt? Ja, wunderbar, danke Kamera. Oh, sowas hasse ich auch, wenn die Kamera ihm alles verkackt. Ich wüsste gerade mal dezent, wie ich zu den letzten beiden Froscheiern komme. In das südöstliche Froschdorf. In das südöstliche Froschdorf. Oh la la! Selbst an die entlegensten Stellen und in die kleinsten Hütten haben wir Froscheier versteckt. Du musst exaktement suchen. Hoffentlich brennen sie doch nicht. Ja, ich bin dabei, exaktement zu suchen, aber das kann ich leider nicht so genau finden. Den Platz, den ihr meint. Hast du die beiden Froscheier gerettet? No, Chef. Sie sind leer. Ich habe versagt. Meine ganze Brut ist verloren. Nun, ein großes Mirakel wird uns jetzt noch helfen. Oh, Backe. Der hat seine Brut bereits verloren, der arme Kerl. Es muss einen Weg geben.
Wir haben doch beim Haus des Punk-Clans was gesehen. Wo ich doch immer so dachte. Ja, hier muss es weitergehen. Hier muss. Oh, ich hasse solche Räume. Hier können die Kisten nicht alles. Hier können die Kisten nicht alles gewesen sein. Hier muss es noch was. Hier muss irgendwo noch was sein. Oh, Kamera auf Doom schon wieder. Hier echt nicht weiter? Gibt es sonst gar nichts zu finden? Gibt es hier sonst gar nichts zu finden? Das kann ich gerade nicht glauben. Obwohl, Moment mal. Moment mal. Da kamen wir her. Ah, ich kann gerade nicht erkennen, wo noch eine Tür sein soll. Ob es überhaupt noch eine Tür gibt. Ich hoffe es mal gerade, dass hier noch eine Tür irgendwo ist. Ich verreck hier noch. Ich kann nicht glauben, dass es hier keine Tür geben soll. Jedoch anscheinend gibt es hier wirklich keine Tür. Das finde ich ja gerade nicht so pralle. Ja, dann geht es hier tatsächlich nicht weiter. Verdammte Axt, wo geht's weiter? Ich habe absolut keinen Plan. Ich habe echt absolut keinen Plan. In dem Haus waren wir gerade drin. Das war's nicht. Nee, ich habe gerade keinen Plan mehr, wie ich hinkommen soll. Ich muss gerade mal. Ja, ich muss gerade mal nachschlagen, weil. Ich habe keinen Plan, wie wir zu den beiden Broschellen kommen sollen. Naja, gut. Das war's für diesen Pub-Flash. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Bis dann.